danke für den freundlichen Empfang, von dem ich weiß, dass er ja mir gar nicht gilt, sondern den Stars dieser Sendung. Klatschen Sie ruhig weiter. Hier sind Kolja Kleeberg, Alexander Herrmann, Lea Linster, Alfons Schubeck und Horst Lichter. Alfonso? Ja? Was war dir? Wunderbar. Schön, dich zu sehen. Wo fängst du gleich an? Ja, ich fange gleich an. Jawohl. Ja. Ja. Gibt ein richtiges Osteressen, wird es geben. Ne? So ein paar Ideen einfach, was man Ostern machen kann. Weiterreichen, immer nach den festen Regeln. Gute Stunde Sendezeit. Und in dieser Sendezeit wird alles real hergestellt. Nichts vorbereitet, nichts irgendwie unterm Tisch hervorgezaubert. Nee. Oder doch? Nein. Ich habe nur die Gambas schon gefangen. Ja, okay, das gilt noch. Bei Horst Lichter, den wir sehr herzlich begrüßen. Das mal vorneweg. Horst, guten Abend. Danke schön. Gibt es ein Osternest aus Möhrenkrepp gefüllt mit Ingwer-Gambas? Oh. Ihr dürft ruhig sagen, lecker. Ja. Ja. Das probieren wir nochmal. Bei Horst Lichter gibt es ein Osternest aus Möhrenkrepp gefüllt mit Ingwer-Gambas. Andere schneiden wir raus. Dankeschön. Ja. Nichts wird rausgeschnitten. So kann man mit den Menschen arbeiten. Ja, nichts wird rausgeschnitten. Ja, also wie machst du Ingwer an die Gambas? Ich habe hier wunderschönen frischen Ingwer. Seitdem der Alfons mit mir mal so intensiv über Ingwer geredet hat, habe ich beschlossen, ich werde nur noch Ingwer in jedes Getränk meines Lebens füllen. Ich werde damit kochen. Er macht mich gesund. Und man sieht ja beim Alfons, er ist bedeutend jünger geworden die letzten Jahre. Ne, Alfons? Aber der Bart ist mir nicht mehr gewachsen. Ja, dafür hast du mehr Brusthaare als ich. Ja. Das ist aber kein Problem. Lass das bitte weiter euer Geheimnis bleiben. Ja? So sehr wollen wir nicht. Ich trinke übrigens Ingwer-Tee. Ja, das ist ja wunderbar. Ich sag ja, der Alfons hat mich da richtig angesteckt. Nein, ich werde nachher also erstmal den Pfannkuchenteig machen, Lauchzwiebelchen fein schneiden. Ja, aber schon normalen Crepe-Teig, also mit Ei und Mehl und so weiter. Ja, aber ich mache Milch rein und kein Wasser. Ja. Weil viele machen da ja auch Wasser rein, damit er schön hart wird. Aber ich möchte, dass er nachher weich ist. Ja. Weil die werden ausgebacken, bei 80 Grad warm gestellt. Dann werde ich die Gambas mit ein bisschen Olivenöl, Butter, frischem Ingwer, feingeschnitten Knoblauch, ein bisschen Chilischote mit rein und frisch geriebene Zitronenschale anbraten, ein bisschen Soße ziehen. Dann werden diese Pfannkuchen... So schön, wie du das sagst. Anbraten. Ja, anbraten. Ne? Man hört sie nicht, dass ich aus dem Rheinland komme. Ne? Das ist schon. So, dann werde ich nachher die Gambas mit ein bisschen Sößchen in diese schönen Crepe einfüllen. Und wenn das klappt, wie ich das vorhabe, möchte ich diese zu kleinen Säckchen machen und dann oben zubinden mit Schnittlauch. Klingt aber nett. Ja, so als so Überraschungssäckchen anstatt Eier. Ja, finde ich gut. Ich wollte die Eier nicht extra dann füllen mit Gambas, das ist so eine Sache, das geht nicht. Wir sind gespannt, freuen uns drauf. Du weißt, du hast ungefähr 20 Minuten Zeit. Ich schaffe das. Ja, dann nutz deine Zeit und lass es uns dann schmecken. Und derweil begrüßen wir Lea Linster. Hallo Lea. Unsere letzte Burgerin. Ja? Was? Aber wir sind schon zum Kochen verabredet und nicht zur Bastelstunde. Ja, aber hier bastel ich trotzdem mal ein bisschen. Ich möchte Raviolis machen, die aussehen wie, also mit einem Ei, wie ein Ei, also ein Eigelb. Und das ist wie eine offene Ravioli und ohne Teig. Ich mache das mit Sellerie. Also der Sellerie ist so ganz dünn, auf Dunst. Das ist Sellerie? Ja. Auch dünn geschnitten. Ja. Und da kommt nachher so ein schönes Eigelb. Ja, kann man ja Zeitung durchlesen. Ja. Ja, wenn man zu gut sieht, kann man sich das auf die Zeitung nehmen. Ja. Das geht. Ich könnte durchgucken, ich kann durch noch lesen, dass es bei Lea Linster Sellerie-Ravioli mit Frühlingszwiebelschaum gibt. Wow. So. Kannst du eine Sellerie wieder haben? So. Ja, nur sag mir, warum. Ach, das ist wegen der Form. Ja, also das ist das Ei. Ich möchte das Eigelb, dass es schön rund bleibt und aber warm ist und gegart und dass es aber flüssig bleibt. Und deswegen mache ich das so in diese Schälchen hier rein und dann kommt noch einmal ein Film, also so eine Frischhaltefolie drüber, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Frischhaltefolie und dann gare ich das auf Dunst. Und das mache ich nachher so auf den Sellerie und rundherum schönes Gemüse von
Ich habe hier noch ein bisschen Kaiserschoten dazu, also diese Zucker, wie nennt ihr das? Zuckerschoten, ja, genau. Und die Zwiebeln als Gemüse. Ja, sag mir nur eine Sache, was ist das hier? Das ist ein wunderbarer Dönstopf, wo ich meine Schälchen da alle reinkriege. Und der ist uralt, ist so vom Flohmarkt, könnt ihr eigentlich, ich gebe dir nachher weiter an dich. Ja, ich habe so in dem Lokal auch, aber ganz neu angeschafft, ja. Ja, sieht ja der hat schon, aus. Ja, hier hat Erfahrung, das ist einer mit Erfahrung. Und komischerweise... Guck mal, jetzt bei dem Bild noch ein Stockwerk höher, wir würden dich nicht mehr sehen. Das wäre okay, alles klar, du hast es. Ja, sehr gut. Und ist der auch mal geputzt worden zuletzt? Oder ja. Darf ein Topf immer so benutzt werden? Nee, wenn wir haben da ganz dicke Hitze und das ist ja eigentlich ein Privat, also für eher für einen privaten Haushalt. Und diese dicken, ganz hohen Hitzen, die machen das ein bisschen fertig. Aber was ist das Prinzip? Unten ist Flüssigkeit drin und dann dampft das nur noch. Das ist wie ein Dampfgarer. Ja, ist ein Dampfgarer. Das ist echt einer. Also, meinst du so einen Elektro-Ofen? Ja, gibt's ja auch, als Ofen. Ja. Aber hier ist ein Original, eine Couscousière. Und dann mache ich... Wir machen nochmal auf, können die Menschen nochmal reingucken. Noch ist nichts zu sehen, außer ein bisschen Dampf. Power, damit ein bisschen Dampf kommt. Okay. So, und was ganz, so Induktion. Es gibt ja viele Töpfe, die auf Induktion gar nicht funktionieren. Aber so alte Stücke funktionieren doch, weil das einfach Gusseisen ist oder Stahl. Und deswegen, jetzt dampft das schön. Jetzt geht's und deswegen ist das... voilà, und da mache ich meine Eier da drauf. Ja, ganz genau. Das lässt du uns dann mal sehen. Wenn es soweit ist, sag mir kurz Bescheid, dann gucken wir mal zu. Erstmal weiter vorbereiten. Ja, super. Derweil, hallo, Alfons Schubeck. Servus. Hallo. Das wird wieder keiner essen. Das wird wieder überbleiben. Es gibt Zander auf rote Beete-Birnensalat mit Graupen- und Schnittlauchsoße. Und Aal drin immer. Ja? Ja. Gibt es einen jungen Aal, so einen geräucherten? Ja. Also es ist ja so, dass die roten Beete manchmal ein bisschen bitter sind. Ja. Und wenn du dir so einen roten Beetesaft machst, der wahnsinnig gesund ist, wenn du ihn roh auspresst, dann ist der ein bisschen bitter, so erdig. Und wenn du eine Birne dazu nimmst, dann wird der geschmeidiger, dann wird der charmant. Also die mögen sich eigentlich, die zwei. Mhm. Und deswegen mache ich so einen Salat, also ich schneide jetzt die roten Beete in Würfel und tue die Birnen auch in Würfel schneiden, dann gebe ich Graupen drunter und mache da so eine Marinade mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, vielleicht ein bisschen Senf gebe ich rein. Und da schneide ich dann ein bisschen einen geräucherten Aal rein. Ganz zum Schluss, damit der Aal nicht zu dominant wird. Das damit war ein ganz junges Tier gewesen. Der ist früh ins Netz gegangen. Ja. Und dann mache ich einen Zander. Den gebe ich bei 80 Grad in den Ofen, den lasse vielleicht so 15 Minuten drinnen und gebe diesen wachsweichen Zander dann auf diesen Salat drauf. Dann habe ich diesen lauwarmen Salat mit dem Zander, dieser Gang, der ist super. Und damit es noch ein bisschen geschmacksintensiver wird, mache ich aus Creme Fraiche und ein bisschen, sagen wir mal, Sauerrahm, also Schnittlauchsoße, ein bisschen Zitrone, den Abrieb von der Zitrone und dann eben den Schnittlauch ganz zum Schluss reingeschnitten und das schmeckt dann richtig, sagen wir mal, schmeckt gut. Ja. Nicht zu sagen saugut, aber schmeckt gut. Ja, das warten wir jetzt einfach mal ab. Alles ist ja so eine Sache, ist nicht jedermanns Sache. Nein, aber du wirst sehen, der ist noch ganz mild geräuchert und deswegen kann man den, da muss man richtig hingehen, ganz mild und deswegen gebe ich ihn ganz zum Schluss rein. Wenn ich ihn am Anfang reingebe, dann übernimmt er die Führung, das Geräucherte und zum Schluss hebe ich ihn einmal unter und aus. Ich habe mal zwischen Ahner Meer, da habe ich mal Aal gegessen und das war ganz toll, der schmeckte wie Schinken. Ja, auch. Ganz jung. Auf Rührei. Und den kann man zum Beispiel auch wunderbar unter einem Kartoffelpüree ziehen, gell? Wenn man, sagen wir mal, so ein bisschen geräuchertes Kartoffelpüree möchte, das zu machen und dann ganz und dann zum Schluss. Ganz klein, ja genau. Und so machen wir es da. Aber nicht zu viel. Also okay, aber lass uns teilhaben, ja? Schön unbedingt. Und über deinen Bazarbesuch müssen wir da auch noch mal sprechen, weil offensichtlich hast du ja irgendeine Afrika-Reise wieder hinter dir. Ja, nicht ganz so, was geht. Ja, arabisches Kaffee. Weil ich weiß ja nicht, was der Alexander braucht. Man denkt, nimmst du ein bisschen was mit. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, bei mir muss man ein bisschen vorbereitet sein, ja. Mithelfen und so. Und der iPhone, da kann ich mich einfach drauf verlassen. Ja, siehst du, da eine Bank. Immer noch ein bisschen was dabei. Noch seid ihr freundlich zueinander. Mal sehen, wie lange das anhält. Erstmal herzlich willkommen, Alexander Herrmann. Hallo, guten Abend. Ja? Noch sind es Schalotten, aber da muss noch ein bisschen was dazukommen, weil am Ende wird es Schweinefilet im Speckmantel mit Rhabarber, Schalotten und Pfefferkartoffeln. Ja. Es ist ja oft so, dass man den Rhabarber,
Das ist ja ein Gemüse, ist ja im Grunde gar kein Obst. Und man kennt ihn halt sehr süß, weil er halt so eine fruchtige Note hat. Ja, und dann mit eben Zucker eingelegt ist und so weiter. Genau. Ja, viel Zucker ran. Es muss aber viel Zucker ran, weil sonst ist er bitter, oder? Ja, vor allem gescheit sauer. Ja. Aber der passt. Meine ich sauer. Falsches Wort, bitter, aber falsch. Hm? Passt schon super mit Schalotten, der passt auch gut mit Gurke. Ja. Ja. Und man darf ihn natürlich, man muss ihn einsetzen, ich sage mal, wie Würze. Also es werden jetzt danach so 3/4 Schalotten sein und dann nur 1/4 Rhabarber. Und der bringt dann so eine ganz spezielle Note mit rein, die natürlich super zum Speck passt und auch zum Schwein. Also das ist eine schöne Kombination, weil Schwein ja mit Obst auch gut geht. Ne? So ähnlich wie die Birne bei der Roten Beete ist das bei mir quasi hier der Rhabarber bei der Schalotte. Wo hast du den jetzt im März schon her? Weil normal kommt er ein bisschen später. Naja, das ist so, wie soll man sagen, auf der Afrika-Rundreise vom Alfons mit den Gewürzen hat er mir dann noch einen Rhabarber mitgebracht, der wächst dort schon, der ist da schon ein bisschen weiter. Wir sind Gepäck hängen geblieben. In dem Rezept, das ich vorher gelesen habe, hast du gesagt, dass man das Schweinefilet 45 Sekunden nur anbraten soll. Ja, wird das bei diesem Stück auch reichen? Es ist so, dass ich einfach so eine dünne Scheibe Speck habe. Und da wird das. Da ist ja so ein Knorpelstückchen drin, das schneidest du raus. Unbedingt. Ja, besser ist, ne? Sonst bist fest. Und das ist einfach unangenehm, wenn man dann drauf beißt. Das kann man versuchen, natürlich so rauszuziehen, aber besser ist es einfach, wenn man das dann rausschneidet. Ja, okay. Und das ist wirklich ein und das Anbraten, diese 45 Sekunden, haben eigentlich nur damit was zu tun, dass der Speck so ein bisschen Farbe zieht und auch so ein bisschen auslässt. Und damit wird er aromatisch intensiver. Und dann gebe ich das so in den Ofen rein bei wenig Temperatur und dann lasse ich schön rosa ziehen. Und kurz bevor ich es anrichte, haue ich es nochmal in die Pfanne rein, dass der Speck kross wird. Und dann schmeckt es so richtig schön eben nach dem Speck des Filet. Und dann passt es eben gut mit dieser Rhabarber-Geschichte. Rhabarber-Schalotten haben wir besprochen. Pfefferkartoffeln sind einfach Kartoffeln mit Pfeffer, oder? Ja, also nicht wirklich. Ich werde diese Kartoffeln nachher mit dem Sparschäler. Wo habe ich denn den? Da. Oh, da muss ich einer finden. Ja. Ich zeige da jetzt einfach nur mal eine. Ich mache da so einzelne Späne runter. Ja. Und diese Späne noch mal kurz ins Wasser gelegt, dass so die Stärke ein bisschen rauskommt, dann gut abtrocknen und dann frittiere ich die so raus, so ein bisschen schön mit dem Butterschmalz. Und da kommt dann richtig Pfeffer drauf, weil dann hast du da so eine knusprige Komponente und dann eben diese fruchtig Schalottenkomponente und dann eben dieses herzhafte Fleisch. Und wenn alles gut klappt, dann schmeckt es gut. Und falls nicht, nehme ich Gewürze vom Alfons. Genau. Und sonst bestellen wir uns das Leckeres. Das kann man mit Schalen auch machen. Wenn du Kartoffel dick schälst und die Schale dann rausfrittierst, das schmeckt auch gut. Das ist wie die Wedges. Ja. Die sind ja ein bisschen tiefer. Aber die Schalen werden meistens weggeschmissen und wenn die richtig dick rausschälst. Hast du noch ein bisschen Schale? Nein, die haben wir jetzt. Das ist eine Sonderzüchtung von Kartoffeln. Die ohne Schale. Ohne Schale gibt es die. Ja. Die sind auf der Welt. Die wachsen im Supermarkt gleich neben den gekochten Rote Beete. Ja. Und von der Seite raus, das hat damit was zu tun. Man muss die geschält ein bisschen im Wasser einlegen, dass es die Stärke rauszieht. Ah, okay. Deswegen, das hat schon Sinn. Sonst hätte ich die natürlich hier ganz frisch geschält. Ja, aber also eine Kartoffel, ich glaube, eine Kartoffel finden wir irgendwo. Eine Kartoffel werden wir finden. Bring mal eine Kartoffel, dann machen wir das auch Spaß mal mit der Schale. Gibt es den Butterschmalz auch? Der macht's mit Butter. Das mache ich damit rein. Ja? Okay. Alexander, schön, dass du hier bist. Und wir freuen uns auch sehr über die Anwesenheit von Kolja Kleberg, Chef aus dem V in Berlin. Danke. Irgendwie bin ich heute die ganze Zeit an. Bei Kolja gibt es Kipferlschmarrn mit Eierlikör, Sabayon und Preiselbeereis. Das wäre eigentlich was für mich, gell? Kipferl, ja. Ja, das ist eigentlich, ich würde mal sagen, das ist für nächste Woche, das ist sozusagen das Ostermontagsdessert. Ja, warum Ostermontag? Ja, man kann ja Sonntag und Montag nichts mehr einkaufen. Aber eventuell hat man für das Osterfrühstück Croissants gekauft, denn Kipferl, das ist der süddeutsche oder österreichische Ausdruck für Croissants. Ja. Ja, und vielleicht hat man die eingekauft fürs Osterfrühstück und dann kann man eben aus den übrig gebliebenen. Kennst du die Entstehungsgeschichte? Die Türken vor Wien. Die Bäcker schon, haben die Türken zuerst und gesehen, haben dann den Halbmond dann gebacken. Richtig, das war's, genau. Aber und dann hat es eine Marie Antoinette, das könnte aber auch irgendeine andere gewesen sein, mit nach Paris genommen. Und deshalb denken wir heute, dass da irgendwas Französisches ist. Marie Antoinette mit dem berühmten Ausspruch, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen, nicht? Ja? Also, wenn sie Ostern kein Brot mehr haben, essen sie doch Croissants. So, zurück zur Sache nach diesem kleinen historischen Ausflug. Aber die Geschichte stimmt. Also wirklich, Türken vor Wien und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben es in der Sendung auch schon mal besprochen. Wir haben schon mal gesagt. Was machst du mit den alten mit den nicht mehr ganz drauf? Naja, hier so. Die riechen eigentlich noch ganz gut, aber sind ja von heute Morgen, Freitagmorgen. Mhm. Im Grunde genommen mache ich etwas wie ein. Wer lacht da? Ich mache was wie ein Kaiserschmarrn, aber dass ich eben keinen Pfannkuchenteig vorbereite, sondern ich nehme quasi hier fertig gebackenen Teig als Croissant.
schneide die gleich, röste die in Butter ein kleines bisschen an, dass die Altgebackenen sich wieder ein bisschen aufsaugen. Die Spanier machen Croissantes a la plancha. Croissantes a la plancha. Ja, und dann so schön und einfach rein. Und das dann zum Frühstück und dann Marmelade drauf. Oh, Hammer. Ja, hört sich gut, hört sich gut an. Bei mir ähnlich. Die halbierten Croissants röste ich gleich an. Dann kommt ein Guss aus Milch, Quark, Ei, Vanillezucker und geschlagenem Eiweiß darüber, sodass das richtig schön durchsupscht und durchweicht. Dann kommt es in den Ofen, wird kurz gebacken und ja, dann so in Stücke gerissen und mit Puderzucker bestreut, wie ein normaler Kaiserschmarrn. Schmarrn, genau. Ja. Wobei Schmarrn, woher, Alfons, Kipferl, woher kommt das? Das Wort, weißt du das? Kipferl oder Schmarrn? Na, Kipferl. Naja, Schmarrn. Wahrscheinlich, weil man es so auseinanderschmarrt. Auseinanderschmarrt. Oder? Jedenfalls? Keine Ahnung. Okay, okay, ich glaube, wenn der Schmarrn kommt, redet so ein Schmarrn daher. Ja, redet so ein du Kaiser. Und da ist das Eis? Nur das Reiselbeereis. Da gibt es ja eine Geschichte, dass der Kaiser, also gibt es ja zwei, dass die Sissi gesagt hat, den Schmarrn kannst du selber essen. Ja? Und dann war es ja so, dass der Kaiser gern auf die Jagd gegangen ist und hat dann. Franz Josef, der. Ja, der ist auf die Jagd gegangen, hat dann, früher hat es ja geheißen Kaiser. Und dann war er mal in einer Hütte drin und hat diesen Mehlschmarrn gegessen, wo ein paar Eier drin waren. Und dann hat er das nicht gescheit verstanden. Dann hat der Wirt gesagt, dieser Kaiserschmarrn. Aber er hat verstanden, Kaiserschmarrn. Und da kommt das ein bisschen her. Und dann ging die Rezeptur nach Wien. Und dann haben die Köche da mit Mehl, mit den Eiern rumgemacht. Denn auf der Hütte gab es nur diesen Mehlschmarrn. In Fett, ich weiß nicht, hast du den schon mal gegessen? Holzhackerschmarrn. Ja. Fett, Mehl und Wasser, das war ja brutal, gell? Ja. Aber bei denen war es ja wurscht. Die waren ja so weit rum. Da waren ja keine Hühner oben, die Eier gelegt haben, gell? Könnte man es eigentlich auch einen Karl-Heinz Böhm-Schmarrn nennen. Ausflug in die Küchengeschichte. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ganz genau. Dann wollen wir dich weiter stellen. Sag doch noch mal schnell so ein Eis. Eiselbeereis, wir haben eine sehr gute Eismaschine, das ist mal die eine Sache. Das aber es gibt ja auch schon mal einen Hammer, hat man zu Hause vielleicht nicht gerade so. Eine normale Eismasse, das ist ja irgendeine Flüssigkeit, Milch, Sahne, Zucker mit Aromaten, irgendwas, Honig oder Kräuter, wie wir mal Thymian-Eis gemacht haben, ja, drin. Entschuldigung, darf ich mal aufmachen einmal? Ja, klar. Bitte. Und Eigelb und Sahne, das Fett in der Sahne sorgt eben dafür, dass das Eis nicht kristallisiert, nicht hart wird, sondern schön geschmeidig bleibt. Okay. Hier habe ich keine Sahne drin, weil es ein Preiselbeereis ist und Sahne würde dabei den Geschmack total verdünnen sozusagen. Ja. Deswegen habe ich ein bisschen Butter und Eigelb dazugegeben. Ist eine andere Variante. Kann man zum Beispiel auch Orangeneis machen mit Orangensaft, Butter und Eigelb. Ja. Das ist eben das, was es cremig macht. Zucker wird ein bisschen drin sein? Zucker ist ein bisschen drin, aber ich habe kaltgerührte Preiselbeeren reingegeben. Das heißt 1:1 Preiselbeeren und Zucker langsam kalt gerührt, bis der austretende Saft von den Preiselbeeren den Zucker ein bisschen auflöst. Und durchs Nicht-Kochen oder dadurch, dass man es eben nicht kocht, bleibt dieser fruchtige Geschmack der Preiselbeeren total enthalten. Ja. Ich finde es beeindruckend, was unsere Köche so neben dem Kochen auch alles noch wissen. Wahnsinn, ne? So. Das sind ja schon Ausflüge hier. Und? Horst? Ja, ich bin eigentlich soweit zufrieden. Meine Gambas sind immer noch schön knackig innen drin. Bei ganz kleiner Temperatur den frischen Ingwer, Knoblauch dazu, schöne Chilischote. Also das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, ne? Das kann man auch so ein bisschen zum Umrühren oder zum Wenden und so immer den jungen Knofi benutzen. Finde ich gut. Ja, und wenn man da unten was Schönes einritzt, dann kann man nachher noch auf dem Teller ein Stempelchen machen. Für Mama. Das, ne, geht also. Ich habe nur noch so ein Problem Schneeser. Geht doch. Jawohl. Geht doch. Geht doch. Nein, die ersten habe ich jetzt fertig. Wird gleich noch schön mit frischem, also mit einem richtig tollen Parmesan drüber raspeln, die Gambas dann einfüllen und dann werde ich anfangen zu knoten. Und dann wird es sehr, sehr spannend. Also wenn das nicht funktioniert, hat man immer noch eine Woche Zeit, über Ostern nachzudenken oder was anderes machen. Ja. Ne? Aber ich bin mir relativ sicher, es könnte klappen. Du hast gesagt, das Ganze sei ein Möhrenkrepp. Ja, das ist ein Pfannkuchen, ja, das ist ein dicker Krepp. Ne? Ja. Rommerskirch will man satt werden. Das Grüne sind ja keine Möhren. Nein, ich habe jetzt einen gemacht mit frischen Lauchzwiebelchen und Möhren. Okay. Weil ich einfach gesagt habe, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Die sind jetzt wieder nur mit Möhren drin. Hier habe ich den Lauchzwiebelchen schön angebraten vorher. Dann den Teig drüber getan. Und ich finde, so sind sie doch schöner ohne die Lauchzwiebeln. Ich mache mal Temporunde hier und du sagst, cool, wenn du soweit bist. Ich bin gleich soweit, ja. Dann gucken wir beim Rollen zu, weil da wollen wir dann schon genau wissen, was spannend. Ja. Sehr spannend. Das allerdings glaube ich auch. Vor allem, wenn ich da mit Schnittlauch knote. Jetzt kommt hier die Eiergeschichte von Lea. Eiweiß und Eigelb werden getrennt und das Eigelb kommt dann hier rein. Ja. So. Und wie wird das jetzt gegart? Ich mache dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Also ich mache das jetzt mal. Ja, mach mal. Bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und dann
Ja, ja. So. Und dann mache ich noch ein so ein Papierchen drüber. Ja. Sonst gib mir das in die Hand. Achso, ja. Ja, so. Bitteschön. Mache ich noch so ein Papierchen drüber, auch geölt, also mit ein bisschen Olivenöl. Und das kommt dann hier in den Dunsttopf. Und so bleibt das schön ganz. Kriegt das oben drauf so eine kleine Kruste und nachher drehe ich es um. Die ist der Eigelb wunderschön warm. Und das ist dann warm und... Warm, gegart. Ich mache es aber richtig zu. So. Was ein Aufwand, ne? Aber lecker. Toll. Ja, aber nachher, also was ich sehr schön dran finde, ist, dass es, ja, ist so ein bisschen, pardon, ist so ein bisschen innovative. Danke. Weil es sieht nachher wunderbar aus. Und es ist mal eine wunderschöne Vorspeise zu Ostern mit einem Ei. Ja, also normalerweise, wenn man ein Ei muss schön gemacht sein und auch gut schmecken, das muss perfekt sein, denn sonst sind die Leute ja beleidigt, die sagen, die haben es gerade mal ein Ei gemacht. Dann. Einmal noch aufmachen, damit die Kollegen das von oben mal zeigen können. Ja. Und dann machst du jetzt ein 5-Minuten-Ei. Also für ein Frühstücksei wäre es ein bisschen aufwendiges Verfahren. Ja. Ja, aber wenn einer länger schläft, dann kann der andere so die Zeit ein bisschen hinziehen. Okay, ich bleib beim Zeitunglesen. Ja. Guck, und das hier kann passieren, das ist jetzt geplatzt, deswegen mach ich ein anderes. Denn das muss schon perfekt sein. Ja, okay. So. Guck mal, da kommt der Parmesan schon auf das Treppchen. Ein Doppeltrepp. Ja. Also ein Doppeltrepp. Gut. Mal, guck mal, hier mal schnell beim... Da wird schon gebrutzelt. Aha, die 45 Sekunden. Ja, also... Sind fast rum. Diese 45 Sekunden sind natürlich, man muss es eher immer so ein bisschen sehen, dass es in erster Linie schön langsam von allen Seiten, wie hier, so leicht braun anbrät und fertig. Ja, und so, ob das 45 Sekunden sind, weiß ich auch nicht. Eine dickere Scheibe, sag mal. Ach so, ja, vielleicht ihn. So? Ja, genau, so perfekt. Okay. Ja, so schäle ich immer. Perfekt. Ja, ja. So schäle ich immer. Das wird weggeschmissen. Ja, schau dir. So was, hier, guck mal, Seite. Perfekt. Das ist perfekt. Das ist leider nein. Das sieht ein bisschen ausziehen. So. Was sind jetzt wieder? Ich denke, ich schäle Kartoffeln. Naja, das ist ja nur für jetzt. Es ist doch nicht. Es ist, ich zeige Ihnen gleich, dass ich eine Kartoffel schälen kann. Nur, wir haben ja extra ein bisschen mehr genommen. So rum zeigen wir es. Ein bisschen mehr, weil wir so Wedges machen wollen. Weil er gesagt hat, das kann man auch mit Schale machen. Wollen wir nochmal gucken. So, jetzt zeige ich Ihnen, dass ich eine Kartoffel schälen kann. Achtung. Ja, es geht doch. Ne? Perfekt. Perfekt. Wir hatten mal die Weltmeisterin im Kartoffelschälen hier. Was, wie viel hat die zusammengebracht? Oh. Ja, die hat also das, was ich jetzt mache, in 20 oder 25 Sekunden, macht die in 3. Unglaublich, oder was? Das heißt auch schon. Lange nicht mehr fürs Kartoffelschälen Applaus bekommen, muss ich sagen. Ja. Ein schönes Gefühl, ja. Wozu? Kann gar nicht genug sein. So, da wird also gebraten. Der Alfons macht seine leichte Creme. Was hattest du gesagt? Sauerrahm und? Sauerrahm, Creme fraiche. Ein bisschen Schnittlauch rein dort. Gebe ich den Abrieb von einer Zitrone, habe ich mit reingegeben. Ein bisschen Zitronensaft, genau. Und ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker rein. Mhm. Und dann kommt es ganz gut. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Chili gebe ich rein. Aha. Und fertig. Und einen schwarzen Pfeffer rein. Darf ich das mal ganz kurz umdrehen hier, Alexander? Da könnte man ganz gut sehen, dass es von oben halt wirklich toll schon angebraten ist, das Schweinefilet mit dem Speckmäntelchen. Und wenn ich es dann mal drehe, dann sieht man hier, dass es natürlich innen drin noch viel zu roh ist. Und deshalb geht es in den Ofen. Für wie lange, bei welcher Temperatur? Wann müssen wir anrichten? Bitte? Haben wir noch? 20 Minuten? Ja, so. Ja, genau. Ja, 18 Minuten braucht es. 18? Ja. Das passt ja. Passt ja perfekt. So habe ich das früher auch gemacht, genau so. Ja, wisst ihr? Eine herrliche, da jetzt Marmelade drauf, hat so ein Ding, 500 Kalorien, aber herrlich. Ja, ja, das passt ja. Preiselbeermarmelade als Eis quasi gerührt. Ja. Und jetzt siehst du auch richtig schön vollgesogen mit der Butter. Mhm. Und okay, mit Butter vollgesogen. Ich liebe dich. Ja. Ja, und dann kommt gleich der Guss drauf und... Ja. Äpfel. Äpfel muss ich noch ein bisschen anspitzen. Genau so. Aber eigentlich könnten wir das jetzt schon so essen. Also ist nie alles weg. Ja? Horst, wie sieht's aus? Ja, es wird spannend. Auf jeden Fall ein neues Gericht. Warum? Ja. Abwarten. Moment.
Also mit den Sektionen, das kann man komplett knicken. Ich hab geknotet wie doll, die Pfannkuchen wehren sich, das Schnittlauch hält nicht. Ich hätte doch mal anders probieren sollen. Ja, aber das sieht doch sehr aber gut so aus. Aber so finde ich das mindestens so schön, wenn nicht noch schöner. Lea, du bist ein Traum. Ja, und weil da kannst du sofort sehen, was drin ist. Das finde ich besser. Ja, ja, vor allen Dingen weil ist immer diese versteckten Sachen nicht da. Ein echtes Säckchen, ne? Das ist jetzt, wie soll man sagen, ne? Das ist eine Lasagne, eine Crepe-Lasagne, eine... Eine, Moment, gib mir noch eine Sekunde. Eine, ja, ja, ja. Ist das ein Kaisergranat, ein Gamba, ein Kaisergranat, was nicht, ne? Also ein. Ich überleg noch kurz. Das ja, ist eine Crepe-Lasagne. Ja. Eine Lasagne. Eine Möhren. Eine Möhren-Crepe-Lasagne. Ich hätte noch eine Idee. Ja? Lea? Lea, mein Schatz, sag mir mal gerade auf Luxemburg oder Französisch, was ein Möhrencrepe mit Gamba ist. Das hört sich dann immer geil an in Deutsch. Crepe de carottes aux gambas. Oh. Dankeschön. Voilà. Mit genau gleich. Ja. Oh, ja, au crevette. Oh, crevette. Oh, ja. Crepe au crevette. Crepe au crevette. Ja. Crepe carotte. Carotte crevette. Crepe carotte crevette. Vorbei. Ja, ja, ja. Wir könnten das Gericht auch einfach nennen Grand Catastrophe. Grand Catastrophe. Crepe Katastrophe. Aber so schaut es nicht aus. Na, über ganz hin mit ja, nein. So schaut es nicht aus. Hätte ich vorher mir nicht eine Viertelstunde lang erklärt, dass er mit Schnittlauch das Zeug zubinden will, dann hätte kein Mensch danach gefragt. Nee, aber ja. Das hast du gehört. Ich hätte besser einfach den Mund gehalten und gesagt, das wird lecker. Das muss so sein. Das muss so sein. Ja. Ja. Also ich finde, das ist ja auch, was die Leute immer so machen. Die sagen schon, bevor du gefragt hast, was es gibt, sagen die schon, weißt du, es ist nicht wirklich so geworden, wie ich es haben wollte. Aber wenn du mir sagen würdest, jetzt, du hättest so gewollt, finde ich fantastisch. Viel schöner als die, die immer diese Säckchen da machen. Das finde ich schrecklich. Ja. Ne? Ja. Sie hat es mir vorher nicht so deutlich gesagt, weil sie dich nicht frustrieren wollte. Ja, 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 ja. Aber es ist sozusagen transzendental. Ja, es ist ja also dir in den Kopf gewandert. Ja, du hast Stimmen gehört. Im Prinzip bin ich unterbewusst von ihr manipuliert worden. Aber gerne. Sehr gerne. Und erfolgreich. Komm, lass mal essen, oder? Ja, wir sollten ein bisschen essen. Komm her, Alfons. Von oben stehen wird es nicht besser. Kolja und Alexander, Alfons, Lea, genau. Live zu. Ich hab einen Stecker. Möchtest du deinen Zauberstab bei mir einstecken? Und haut euch das ganze Zeug rein. Pardon. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Lea wollte ihren Zauberstab bei mir einstecken. Ja, aber es geht fantastisch. Da bin ich raus. Das ist, da kann nicht viel passieren bei dir. Kommt ihr jetzt mal probieren? Ja. Jawohl! Ihr gebt mir sehr viel Vertrauen. So, noch ein bisschen aufgeschäumt. Nee, lecker, nicht. Ne? Ja, ja, ganz toll. Ganz toll. Also zumindest die Optik, wenn du wüsstest, was ich vorhatte. Das hätte richtig schön werden können. Jetzt hör doch mal auf, Horst. Ja, aber richtig. Alfons. Auf, jetzt. Hier, bitte sehr. Hermann. Jetzt. Hermann. Alexander. Treten Sie zu mir. Nehmen Sie sich ein Gäbelchen. Frau Linster. Ja. Ich mache ein Messerchen nehmen. Ich gehe mal auf Seite. Sollte ich irgendwie da rankommen? Ja, ich gehe auf Seite. Dann kommt das noch dazu. Nein. Das mache ich jetzt nur für die Gäste. Ach so. Damit es besser aussieht. Aus. Crepe, Karotte, Crepe. Das heißt? Crepe, Crepe, Karotte, Katastrophe. Crepe, Meur. Crepe, Meur. Das ist doch keine Katastrophe. Ja, ganz im Gegenteil. Schaut doch super aus. Ja, ja, ja. Alfons, nicht vom Boot. Das war mal ein Versuch wert, Alfons. Ich bin so froh, dass das nichts geworden ist mit diesen Säckchen. Ich finde das immer schrecklich. Hast du da irgendwo Chili drin? Ein bisschen, ne? Was? Chili? Hast du da irgendwo Chili drin? Ja, ein bisschen. Sag immer ja. Braucht man eigentlich gar nicht erwähnen, das spürt man. Dankeschön. Nee, aber schmeckt, also gut, normalerweise ist ja jetzt, wenn man Karotte hört, denkt man eher, dass der Hase drin ist, deswegen überraschen die Garnelen. Aber mir schmeckt das schon. So. Ja? Ja. Chili ist drin, das merkt man. Ja. Na, ist gut. Also, ist Salz drin? Ist das von dir? Ja. Aha. Zum Ende auch, weil ich ersticke gerade am Pfannenkuchen. Das gehört auch dazu, oder? Ja, ja, das gehört dazu. Das hat Alfons für mich gemacht, ja. Aber ich will ein Original, Horst Lichter. Also ich finde es saugut.
Ja? Mit der Soße super. Voll ja erst? Ja. Möhre, wem Möhre gebührt. Ja, oh, cool. Ja, sehr schön. Dankeschön. Lea? Also, ich finde, es ist eine Katastrophe. Mir réussi. Eine wunderbare Katastrophe. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Es schmeckt mir also wirklich gut. Ja. Und ich finde, dein Pfannkuchen, diese ekligen dünnen Dinger, die immer so machen. Die ich nicht hinkriege. Ja, die kann ich nicht ausstehen. Und ich bin froh. Und deine Gambas sind wunderbar gegart. So wirklich schön, ja? Das ist ein Tipp an mich. Ja, na, so ist es empfehlen. Ja. Sag mal, ja. die Kombination Gambas und Crepe und so, das ist schon okay, das geht. Das ist ja voll Ostern, nicht? Möhre? Ja, ja, ja klar. Ja. Möhre, Fisch in der Karwoche. Ich kann es wiederholen nochmal gerade, was du mir gesagt hast. Genau, das ist Karfreitag. Ich hab gesagt, wenn da ein bisschen so ein Tipp dabei wäre, was auch immer. Ja? Aber so, das ist perfekt. Das wieso? Kannst du besser machen. Das ist ein super Tipp. Ja, und schnell. Ja, super Tipp ist er, ja. Super Tipp. Ja. Ah, super Tipp. Aber ist doch gut, wenn du Tipp. Und ich finde, man könnte so was machen, weil es ein bisschen... Aber du kannst da so ein bisschen Kräuterbutter oder sowas drüber drin, so eintupfen, dass es ein bisschen so in die Richtung hat. Ne? So, oder so mit dem Ingwer da drin. Das ist wirklich gut, der Ingwer. So, jetzt reicht's auch. Komm, jetzt hebt uns ab. Wunderbar. Ja? Schön, Horst. Ja, toll. Mach noch ein paar für Publikum. Ja, ich mach noch ein paar für Publikum. Bist du schon fertig? Nein, du bist schon fertig. Schon mal ein Löffelchen. So. Ich führe die Süß. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Aber ich habe selten gehabt, dass die Kollegen so lange versucht haben, mein Essen zu erklären. Eine Viertelstunde. Das ist unglaublich. So, ich trage schon mal zwei ins Publikum. Ja, gerne. Ich eile hinterher. Größere Mengen. Ich mache größere Mengen. Größere Mengen. So, aber du weißt, dass die beiden guten Gerichte alle aus einer Katastrophe hervorkommen. Das weißt du. Ja, aber jetzt ist ja... Ja, ist ja, ne? Ja. Guck mal, das sieht doch lecker aus. Oder? Ohne Katastrophe kommt nichts anders. Da vorne zu... Also ich finde allein schon die Idee, Klaus. Ess ich selbst. Ja? Setz mich jetzt schön hier hin. Wollt ihr mal probieren? Ja. Bitte sehr. Teilt euch das irgendwie nett. Guck mal hier. Ich habe jetzt nur zwei Gabeln, da müsst ihr mal von einem Gäbelchen. Wer hat Besteck mitgebracht? Sein eigenes Besteck dabei? Sie? Ja? Sie auch? Ja, und zeigen Sie mal. Ja, mach mal so. Zeigen Sie mal her. Super. Wenn es ein schönes Besteck ist, dann kriegen wir was zu essen. Nee? Oh, doch. Ich mag das Mattierte. Ist gut. Ja, finde ich gut. Ja. Ich kann auch benutzen. Sie haben eine Serviette auch mit dabei. Eine Kindergabe. Darf ich mal sehen, was steht denn unten drauf? Die war schön klein für die Handtasche. Och, wie lieb. Das ist ein Märchen. Ist das? Ach, nee, och, wie lieb. Sie haben den Löffel gleich genommen, damit es nicht runter... Oh, das ist aber das Schöne, das ist ja das von Oma. Ha? Das Gute, nochmal geputzt vorher, ne? Da hinten drauf auch. So. Sehr gut, noch weitere Menschen eigenes Besteck mit. Haben auch, manchmal sind welche hier, die Tupperware mitgebracht haben, um die Reste... Ja, sie lachen. Ist so. Kein Spruch. Ha? Ist es eigentlich, ist es political correct, Tupperware zu sagen oder sagt man Tupperware? Was denn dein Dip steht? Eigentlich Tupperware, ne? Ist doch irgendwas Amerikanisches, sei es drum. Gut, ja. Wie lange ist denn die Sendung bisher? 33 Minuten, da könnten wir eigentlich mal ein bisschen hier, trockene Luft, ne? Ja. Vielleicht gibt es ja was zu trinken, wenn wir lieb bitte sagen. Getränke sind schon da? Nein. Komm. Komm gleich. Ich höre, es könnte was geben für Sie zu trinken. Gut. Hat jemand auch so ein Tischdeckchen dabei für auf dem Schoß? So ein Geschirrhandtuch? Nicht? Okay, die Damen aus Neuwied bekommen jetzt Essen, weil sie so brav das Besteck mitgebracht haben. So, wie schön habe ich die jetzt gemacht. Sehr lecker. Da sitzen in der 1, 2, 3 da die Dame mit der roten Bluse, die so lacht. Die Dame mit der Besteck. Roten Bluse, die so lacht. Die hat eigenes Besteck dabei. Eigenes Besteck dabei. Ja dann. So, was sieht denn noch aus? So. Auch vorbereitet. Ach, Sie haben das Tempotaschentuch. Ach. Bei ihr wird vom Scheiß. Bitte schön. Für allen Standfahrten eigenes Besteck. Ja. Bitte schön. Gib mir. Das Fältchen nehme ich wieder mit. Na klar. Ja, natürlich. Ich bin ja irgendwie... Eigenes Besteck Schälchen dabei? Ach, Schälchen ist dahin. Ah. Ja, bringen Sie ein. Darf ich zugucken? Ja. Nur keine Töpfe mitnehmen nachher. Wir haben den Metalldetektor am Ausgang. Ja?
Ich bringe sofort. So. Ich muss jetzt mal gucken, wie es schmeckt. Ich sag euch, was der Crepe vom Haus, das wird der Renner. Ja. Wir bieten einfach nichts anderes mehr an. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich da binde. Ne? Dann ist das ganz automatisch der Renner. Stress leer? Ne? Ja, aber so, jetzt muss ich erst mal gucken. Ja? Ja. Ist so? Also du brauchst den Druck. Ja, ich brauch das. Okay. Dann kann ich mich so schön da reindenken oder rein, wie auch immer. Ja, reinfügen, reindenken, ich brauche das. Lass dir Zeit, aber denk dran, dass wir irgendwann sozusagen, kommt der zweite Hunger bei uns. Ja. Ja? Dabei langsam kommt er. Ja, ja. Sag mal, das ist der Aal gewesen. Also wenn du das jetzt probierst, das ist jetzt der Salat mariniert. Ich hab nichts gegen rote Beete. Darf ich den Löffel benutzen? Ja, klar. Und da habe ich jetzt ein bisschen Orange mitneigen, ein bisschen Essig. Gell? Ich habe gar nichts gegen rote Beete. Ich finde das super. Früher macht es nicht. Jetzt so gerne. Und, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt in der Sendung, so hauchdünn geschnitten, wie so ein Carpaccio. Genau. Und dann kann man so ein bisschen Trüffel drauf machen. Super. Oder einfach ein tolles Olivenöl. Ja, ein bisschen Parmesan und die roten Beete brauchen auch nicht viel. Ja. Und wenn sie ein bisschen erdig sind, dann musst du immer Frucht dazugeben, zum Beispiel wie die Birne, die gleicht das jetzt ein bisschen aus. Man kann es ein bisschen mit Kümmel auch ausgleichen. Ein bisschen Kümmel, ein bisschen Koriander habe ich mit reingegeben, aber nicht viel. Okay. Angenehm für mich. Ja, wirklich. Und jetzt zum Schluss erst den Aal rein, damit er nicht so dominant wird. Damit er glaubt, er hat nicht viel zu melden. Oder meistens streue ich nur oben ein bisschen drauf. Ganz klein bisschen. Zander ist im Ofen, braucht wie lange? Den haben wir da. Den hast du nur im Ofen gemacht? Den habe ich jetzt beim Ofen, ich habe bei 80 Grad angegraut, über wieder Chilisalz und hingegeben. Ja, aber der ist noch nichts. Nein, nein, aber der kommt jetzt gleich. Schau, den kannst du jetzt umdrehen. Man sieht es doch, wenn es weiß wird. Ja, aber er geht jetzt ganz langsam, nicht so schnell. Und der braucht jetzt vielleicht nur 5 Minuten, dann hat er. Ja, wenn und da ist Chili drauf, Salz. Ja. Okay, tust du also ein bisschen Chili, Salz und Pfeffer. Ja. Okay. Und danach noch ein bisschen mit brauner Butter. Ich finde es ganz wichtig, dass du immer oben noch ein bisschen Schweinelinde reinlegst. Ja, okay. Ja, weil ich die Zirkulation schmeckt das erst. Gut. Ist jetzt auf 95 hoch, Alexander, nur dass du Bescheid weißt. Ja? Wie schön. Ja, weil der Alphonse. Ich muss ja zwischen 80 Grad und 95 Grad immer spielen, dass er wieder fertig wird. Dann brauche ich wieder ein bisschen was. Ich verstehe. Gut, ja, dann wenn ihr so zusammen spielt, ist ja in Ordnung. Hier geht alles seinen Gang. Ach, das sind diese. Ach, da holten wir doch jetzt mal die Wedges da. Die machen wir danach. Also, dann leg doch mal eine mit rein, komm, mach doch nichts kaputt, oder? Ja, aber die brauchen ja länger als die kleinen Dinger da. Jetzt, brauchen du, länger? Ja, wenn du den Unterschied jetzt anschaust. Naja, ist schon klar. Ne, und deswegen werde ich die danach dann rauspacken. Okay. Der große Auftritt der Wedges. Ja, genau. Ja, deswegen mache ich die jetzt vor. Und wichtig ist, wenn man also jetzt diese Kartoffelstreifen da reinlegt, immer ein bisschen rütteln dabei, dass die quasi von allen Seiten schön frittieren und nicht irgendwie aufeinander liegen. Und dann ist die eine Seite knusprig und barzig. Und die andere Seite ist eher latschig, ne? Ja. Und also das geht auch mit der Fleisch. Das darf nicht batzig und nicht latschig sein. Ja, genau, das muss knusprig sein. Das okay, ist, nicht batzig, nicht latschig, sondern knusprig. Jetzt haben wir es. Ja, so? Ich weiß, warum du zu mir kommst. Warum? Ich weiß. Nein, auch eine Erinnerung. Knuspriges Croissant mit Preiselbeermarmelade. Dann höre ich jetzt einfach auf. Ne? Für mich schmier die mit Marmelade voll und gut ist. Für mich ist gut. Für mich ist gut. Super. Super. Ja. Nein, aber ich muss ja noch ein bisschen Zeit totschlagen. Also angebratene Croissants, Butter, Zucker, Apfel in Butter mit ein bisschen Vanille, richtig schön angeschmort, eingeweichte Rosinen, wobei die ziemlich dunkel sind. Ich habe den Verdacht, dass das Korinthen sein könnten. Korinthen, ja. Hier haben wir noch andere bekommen als Rosinen, aber das sind echt Hammerdinger, ne? Ja, also das müssen eher getrocknete Weinbeeren sein. Ich wusste gar nicht, dass man in der Nähe von Tschernobyl Wein anbaut. Genmanipuliert wird überall. Solche Trauben. Ja, Wahnsinn. Du musst ja extra große Flaschen nehmen dafür. Hast du hier in den Eischnee, hast du da Zimt und Zucker rein? Nee, nicht Zimt und Zucker, das wäre mir jetzt zu weihnachtlich, sondern Vanillezucker. Das heißt, ich habe Vanilleschote ausgekratzt und dann mit dem Zucker ziehen lassen. Wobei, witzigerweise, wenn man die Vanilleschote in den Zucker legt und nur das Mark verwendet, macht man es eigentlich falsch rum. Denn der Geschmack, der liegt durchs Fermentieren eigentlich eher in der Schote selber. Und nicht also wenn man eine Vanillesoße kocht, dann eigentlich sollte man dann die Schote auskochen. Ja. Aber. Ja, haben wir hier schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja Schoten. Schotengerissen haben wir schon ein paar Mal gemacht. So. Ravioli. Ja. Kommt jetzt von das ich ein bisschen Öl. Weißt du, woher das kommt? Was? Ich könnte es dir aber erzählen, weil die Kollegen haben es mir aufgeschrieben. Ja? Woher der Begriff Ravioli kommt? Woher? Vom Genueser Dialektwort Ravioli für Rest. Das ist eine gefüllte Nudelspezialität, Verwertung von Speiseresten. Ja. Da hat man es ja nicht so gesehen. Ist immer gescheit. Also, ich mag sowas, weil ich habe so einen praktischen Sinn. Ich habe gerne, weil man alles verwerten kann. Und auch wenn wir sagen immer diese wunderschönen Lebensmittel da. Mhm. Und die kleinen Stückchen von den wunderschönen Lebensmitteln sind genauso wichtig und so gut. Und deswegen kann man so schöne Sachen machen.
Ich habe jetzt meinen Pinsel hier verloren, ist aber nicht so schlimm. So, jetzt mache ich ein bisschen von diesem Schaum da drauf. Ja. Der Alfons hat ja gerne Soße, nicht, dass er sagt, das sei ihm zu trocken. Sellerie-Ravioli mit Frühlingszwiebelschaum. So als Zwischengericht. Als, kleines Zwischengericht. Ich habe hier immer... Soll ich holen? Ein Löffel. Ja, der Alfons hat ihn. Nehmen, haben wir. Ihr habt? Wir haben ihn. Okay. Ja. Du, weißt du, was du mal in deiner Bastel? Nee, ich hab's dir reingestellt. Danke dir. Und dann hol ich schon mal alles zusammen zum Essen, ne? Ja. Oder? Komm zusammen, Kolja und Alexander. Horst, wenn du serviert hast, auch. Und Alfons steht schon hier. Lea Linsters Sellerie-Ravioli mit Frühlingszwiebelschaum. So. Keiner kommt. Was ist das jetzt noch da drauf? Ich mache ein paar Trüffeln da drauf, ja. Weil dann ist es ein Festtagsei. Wow. Voilà. Also sagen wir, es macht schon mehr her als ein Rührei, ne? Ja. Wollt ihr mal bitte probieren? Ja. Holger? Ich glaube, das cool, ja. reicht. Hier. Alexander? Sehr gut. Okay. Ja. Wie heißt es jetzt? Das jetzt heißt es genau gleich, aber mit zusätzlichen Trüffeln zur Feier des Tages. Ja. Oh, so. Da brauche ich einen Löffel für. Ja, einen Löffel gebe ich dir geben. Ein Löffel schön. Ein Löffel. Oh. Ist das schön? Schön. Danke. Okay, da hole ich mir auch einen. Guck mal. Das ist gut. Jetzt immer wieder mehr Eigelb drauf, oder? Ja, das eine war da kaputt gegangen. Der Alfons ist mir aber so wichtig, der kommt ja extra da aus München und der soll ja nicht dieses kaputte Ei da kriegen. Gell, Alfons? Deswegen ist ja das ganze Eigelb jetzt gleich. Jetzt muss weg. Eigelb. Komm, ich mach da ein bisschen was drauf. Herr Alexander, lieber Fisch. Bitte. Ja, gut, das hat ein bisschen gedauert. Ja. Das ist aber eine gute Idee, mit dem Eigelb so zu pochieren, dass es innen ganz warm ist, eigentlich fast heiß und trotzdem nicht gestockt. Ja. Das ist gut. Und dieser ganz dünn geschnittene Sellerie. Ja? Diese Lese. Das hat was. Ja. Lesehilfe, genau. Ja. Dann Trüffel noch drauf. Ja. Wenn die beiden schon keinen Platz machen. Das ist schon richtig Frühling fast, ne? So richtig schön knackig mit den Lauchzwiebeln. Mhm. Spürst du ihn schon, den Frühling? Nee, aber den Sellerie. Wenn Lea in der Nähe ist, dann denkt man immer, man hat gerade einen Selleriesalat gegessen, nicht? Ja, weil der Frühling. Auch dann, Kaviar, in einem Menü, ne? Ja, genau. Lea. Siehst du, also ein bisschen aufwendig, aber man könnte es aber an Feiertagen servieren, oder? Ja, klar. Mhm. So, jetzt möchte ich mal von allen hören, was Sache ist. Meine Herren, bitte um die offene Wertung für Frau Lea L. aus L. Gut, da keiner anfängt, fange ich an, geht immer schneller. Ich finde, optisch war das absolut eine Granate. Ich hätte mir gewünscht, dass mein so nur halbwegs so ausgesehen hätte, weil es war einfach nur schön. Leider konnte ich da noch nicht recht geben. Deins hat optisch saugut ausgeschaut. So. Alfons, man sollte nicht widersprechen. Nur wenig. So, aber optisch wunderschön. Und ich bin sowieso jemand, der Eigelb liebt, wenn er so weich ist. Mhm. Und Sellerie, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Das ist richtig genial. Also das ist für mich eine Komposition. Das ist wirklich so, wo man sagt, jo Mama, da hast du dir mal richtig was einfallen lassen und das Sternchen hast du nicht geschenkt bekommen. Ja, das kann man nicht sagen. Nein. Okay. Ah, das war sehr lecker. Nein, man sagt ja, die schön. Ja? Die Franzosen kochen königlich und die Belgier göttlich. Jetzt muss man noch einen Zwischenschritt machen, ne? Franzosen königlich, Belgier kaiserlich, Luxemburger göttlich. Okay. Oh. Danke. Läuft ja nicht schlecht, ne? Ja, ist aber zwei bleiben noch. Vielleicht hältst du die auch noch durch, Alexander. Sag was noch. Wenn es dir nicht schmeckt, sag's halt. Nein, es ist in der Hinsicht großartig. Ich finde, dass eben kein Nudelblatt ist, sondern eben dieser Sellerie. Der ist richtig schön al dente, so krokant, sagt man so, wenn man drauf beißt, mit diesem cremigen Eigelb und dann den Trüffel drauf. Also wenn man das jetzt noch so mit einem Ausstecher rund ausstecht, dass man die Zacken hast, dann denkst du, das ist die zwei Sterne. Zwei Sterne. Oh. Ja, also hier ist der Ausstecher. Ich hatte den dabei, aber es ist immer ein bisschen Stress. Ja. Und dann habe ich gedacht, die Leute, die das nachmachen, haben vielleicht keinen. Kein, dann machst du es auch nicht, ganz genau. So, und Alfons, jetzt hast du noch was. Da kannst du nichts mehr sagen. Oh. Da kannst du nichts mehr sagen.
Wenn man das Gericht anschaut, das ist in sich insofern stimmig, es ist alles hauchdünn geschnitten, es ist alles al dente. Das Ei hat so eine Temperatur, man sagt, das muss doch jetzt stocken, es stockt nicht. Warum stockt es nicht? Ja, ja. Das ist schön. Ja, auch, weil es nirgendwo an eine, das Papierchen wird nicht so warm. Auch hier, das ist alles perfekt. Die Soße ist leicht und passt genau, wenn das Eigelb jetzt schmilzt, passt die Soße, passt das Eigelb genau dazu. Also insofern, wenn Horst sagt Komposition, dann trifft es das. Also du brauchst die Trüffel brauchst du nicht bei dem Gericht. Ich habe das ja nur gemacht, weil du die dabei gehabt hast. Weil ich nehme. Ja. Das ist ja. Wohl dem, der sagen kann, die Trüffel müssen weg. Ja. Großartig. Dankeschön. Ja, das ist merci. Ja, beim Tanzen wärst die 10. Nein. Ich bin froh, dass die Eier so Turm, gemacht haben, wie ich gesagt habe. Fertig. Ja gut, auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, Alfons hat ja gesagt, warum werden die nicht fest, die Eier? Ja, ich meine gut, das kennen wir ja, ne, Alfons? Ja, von dir. Das, ist halt lecker so, wenn kannst das du noch so ein bisschen ist. Was machen fürs Publikum? Ich hätte einen Schinken mitbringen sollen fürs Publikum. Ja. Ja, denn, oder weißt du was? Was? Ich mache ein Omelett mit Trüffeln. Ja, ein Trüffelomelett. Ja. Nehmen Sie auch Trüffelomelett? Ja, ja. Gut. Ein paar Eier. Ja? Ja. Bitte? Ja? Fertig. Das ist der Aal. Ah, ja, nein. Das war der erste Versuch. Das lassen wir mal. Ah, hier sind ja auch meine Eier, gell? Frühlingszwiebeln, es gibt eigentlich alles noch. Ach, guck mal, so hast du eine Sellerie gesehen, die geschnitten. Ich hab das geteilt, gell? Könnte man jetzt hinbekommen. Ja, das ist sehr gut. Das muss jetzt mal probieren mit Aal. Muss ich mal probieren mit dem Salat. Du sprichst so leise, weil du denkst, Aal ist nicht jedermanns Sache, so. Nein, aber ich mag das. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt die roten Beete, habe in ein Dressing eingelegt, habe darauf die, dann habe ich die roten Beete Scheibe mariniert, habe es rausgenommen, habe den Salat draufgegeben und habe den Aal oben nur draufgelegt, denn wenn einer jetzt nicht will, muss er nicht essen. Außerdem übernimmt der Aal jetzt nicht die Führung geschmacklich, sondern er ist nur begleitend. Und jetzt habe ich da ein bisschen braune Butter gemacht, habe ich mir ein paar so, sagen wir mal so, naja, diese Frühlingszwiebel, die passen ja wunderbar. Legen wir jetzt hin. Jetzt komme ich noch mit dem Fisch daher. Ja, muss ich schauen, schon? Aber schon. Fisch sieht gut aus. Oh, das ist ein Kracher. So, jetzt geh nicht so weit weg mit dem Fisch. Ja. Darf ich da her? Stell sie drauf. Wo geht's da drauf? Hier drauf. So, und jetzt gehen wir uns raussuchen, was wir wollen. Ich geh auf Seite. Ist sicher alles weich, ja. Schau, wenn du den jetzt anschaust, hier. Ja. Dann ist der Innenwachs weich. Nehmen wir mal den da her. Und der ist nur im Ofen gemacht? Da war in keiner nur, Pfanne vorher? Nur im Ofen gemacht. So, damit nehmen wir mal... Nehmen wir für nachher. Ja? Oben drauf oder noch rein? Für uns. Ja. Und jetzt gehe ich hier mit ein bisschen brauner Butter noch drüber. Und das war's dann. Und fertig wäre Zander auf rote Beete Birnensalat mit Graupen- und Schnittlauchsoße. Ja? So, guten Appetit. Dann wollen wir essen, oder? Welche Schüssel hättest du dir gern? Ja. Gibt schon wieder was, Horst? Ja, ich komme. Kann ich hier irgendwas machen? Den ja, ich bin schon da. Wie macht man das raus? Ja. Komm, es wird ja nicht besser vom Rumstehen. Ja. Kollegen. Bitte? Quasi falscher. Mental schon. Ja, oh. Natürlich. Hier ist wunderschön wieder 8, ne? Ja, das ist halt. Das sind ja diese 80 Grad, ja. Und die Leute müssen sich einmal trauen, einen Fisch bei 80 Grad reinzugeben und vielleicht 15 bis 20 Minuten je nach Stärke drin lassen. Der kann nur glasig rauskommen, das geht nicht anders, ja. Aber nein, der wird gebraten, dass das Eiweiß sich verkrampft und dann bringen sie ihn nicht mehr weich. Dann viel Soße drüber, dann sieht man es nicht so. Ja, genau, dann schwimmt er. Ja. Was, komm her. Ja, ich komm. Wieder. Nehmt von sofort da, ja. Komm auch. Ja? Eis ist so lecker. Ach, du bist schon beim Eis. Oh. Ich bin ein Esel. Ich habe mir zwei Sachen heute ausgesucht, die ich per Hand aufschlagen muss. Einmal Chabagnon und Eiweiß. Ja, ich habe jetzt selbst dran schön im Ofen. Ja. Für den Ofen bei 80 Grad. Okay. Und ein bisschen Chili-Salz drauf gegeben. Okay. Da kommt jetzt richtig. Ja, her.
Das ist interessant, ne? Ich sag's Ihnen, wir hören einfach zu. Redet ihr mit mir, wenn Sterneköche sich austauschen. Hier siehst du es. Der ist ja schön fest. Wenn du es anschaust, der ist wie Lachs. Ich liebe das sehr. Und trotzdem ist er kompakt. Ja, und das Schöne ist, wenn der Fisch so ein Blatt hat. Ja, genau, das ist es. Normalerweise müsst ihr einen Fisch aufschlagen können wie ein Buch. Wenn das der Fall ist, dann ist Scheibe an Scheibe. Und wenn er zu heiß ist, ist das Eiweiß verklebt, dann geht er nicht mehr auseinander. Okay. Ja. Also die meisten machen ihn einfach zu heiß. Aber mit dem Chilisalz drauf ist natürlich auch nicht so schlecht. Ne? Ja. Super. Das ist schön, euch beide mal über die Schulter gucken zu dürfen. Das ist ja fast wie meine Eier, also nicht durch. Ja. Super, perfekt. Wenn die Eier kommen, das Problem ist, wenn ich euch das Tablett noch länger hinhalte, ist der Fisch weg. Ja. Ja. Gut, ne? Das ist fantastisch. Ja. So. Und wir braten mit dem Fisch. So. Alles gut, du bist fresh. Wedges. Ich bin hier voll am Kartoffelschale ausbacken, weil dadurch, dass ich zwingend Fett habe, muss ich die ständig drehen. Das heißt, ich bin hier ein bisschen. Ja, aber wir hätten vielleicht noch ein bisschen Fett. Ja, nee, ich will aber das mit wenig machen, weil sonst ist halt kein Rezept vom iPhone Schubert. Ah, okay, alles klar. So, jetzt müssen wir, nachdem jetzt offensichtlich hier schon das dritte Mal Fisch nachgenommen wird, wir wollen ja auch ein bisschen was fürs Publikum lassen. Jetzt sagt mal zwischendurch, wie es euch schmeckt. Und ihr, Horst? Das Einzige, was ich würde den Aal größer schneiden. Das liegt aber daran, dass ich Aal so gern esse und eben auch diesen Biss dabei so gern habe. Aber das ist ja nur eine Formsache. Ja. Also, aber der Fisch ist natürlich super. Also ich liebe ja sowieso Rote Beete. Ich bin ein echter Rote Beete-Fan. Außerdem ist er ja unglaublich gesund. Der Fisch ist der Megaknaller. Der Aal, der gehört halt dazu. Ja. Also, ja gut, aber ich finde das einfach, das ist ein Knaller. Das ist einfach ein Rollen. Bisschen, um so ein bisschen diese Würze zu übernehmen oder das Geräucherte mit reinzunehmen. Sagen wir mal so, mir obliegt nicht, das zu bewerten, weil das kann ich nicht. Das ist zu viel für meinen einfachen Geschmack. Das ist geil. Sag mal, Birne und Rote Beete? Ist ja eigentlich eine sehr gute Kombination. Also herbe Fruchtigkeit und herbe erdige Rote Beete dazu. Gut, ja, wunderbar. Das Risiko liegt da darin, dass eigentlich Obst mit Fisch immer relativ schwierig ist. Darin? Aber durch diese Rote Beete und dem Aal passt es so gut zu dem Zander dazu, dass eben die Birne sich mehr an die Rote Beete ranhaftet. Und damit ist das schlichtweg, um es mit Horst Licht das Wort zu sagen, einfach geil. Ja. Dankeschön. Hast du gut gemacht? Ja. Und geil. Und wir haben, weil das ja sozusagen, ich liebe ja die verschiedenen Dialekte. Hier, das ist das Rote, das ist das Gemüse mit den 2D. Rote Beete. Rote Beete? Ja, Rote Beete. Ja. Ja, und im Fränkisch ist das doch. Fränkisch wäre es von der Klassifizierung her ein Doch-Gericht. Doch? Ja. Ah, das gibt mit einem Wort und mit zwei Worten, wie wäre das nochmal? Eins, zwei, drei. Also Note 3, drei Wörter. Konst nicht meckern. Ja. Note 2, zwei Wörter, passt schon. Ja. Und Note 1, und die musst du unterlegen, weil es ja nur ein Wort ist, mit dem Blick der Entrüstung, weil der Franke erwartet ja nicht, dass das jetzt toll ist. Und der sagt dann, doch. Na ja. Jetzt Lea, zum Schluss. Über den Fisch habt ihr hinten schon eine halbe Doktorarbeit geschrieben. Also, ich möchte so ein schönes, also so ein perfektes Gericht mit dich gar nicht da analysieren oder so, weil so eine Analyse schadet ja immer dem Genuss. Also, ich finde es Genuss pur und was mir sehr, sehr gut gefällt, der Fisch ist ja mit diesem Chilisalz, ja? Gewürzt und der Fisch ist an sich genügend gewürzt, also der braucht keine Soße oder so, aber was fantastisch ist, ist dieses leichte Säuerliche vom Salat, das sich so ein Spielchen im Gaumen macht. Mhm. Und deswegen sage ich nichts und genieße das Spielchen. Und Alfons, c'est prêt. Vielen Dank. Ja. Ganz schön, super. Also, Alfons, Gratulation von deinen Kollegen. Unser Kollegin. Ich nicht auch. Auch wenn das nicht wesentlich ist, aber... Oh, die ist noch wesentlich. Den Fisch retten wir mal hier, ne? Ja, oder? Genau. Den, da kommen wir noch. Den geben wir die Zuschauer. So. Und das tue ich nach hinten, ne? Ja, das nehmen wir weg. Alles klar. Wenn wir dann noch mal was. Da oben ist aber auch noch weiterer Fisch. Ja, aber es mag ja leider keiner. Wollte ja keiner haben, deine Sache da. Na, essen wir es halt selbst. Wolltest du noch ein bisschen Fisch? Ja. Schau dir dann auch alles einlöffeln. Die Schale gibt halt so was Nussiges auch ab.
ja. Weißt du, was ich da mal drauf mache jetzt? Darf ich so ein ganz klein bisschen? Ja, klar. Mit dem Chili-Salz. Ja, man darf nur, es zu scharf dann, ne? Nein, nein, ist nicht zu scharf. Ja. Weiter habe ich nur die nicht die Samen mit reingeben, jetzt ist das nicht zu scharf. Oh. Mhm. So. Hoppala. Meine Kartoffelschale. Ausgebacken mit Chilisalz. Soll ich mal weiter schlagen? Ja, essen Sie es erstmal. Ja? Aber es geht. Mit dem Chilisalz geht's, finde ich. So. Also, bist du im Stress? Nee, ich könnte anrichten. Lass dir die Zeit, wir wollen alles in Ruhe anschauen. Okay. Also dann können wir eigentlich auch in Ruhe nochmal über die einzelnen Sachen sprechen. Ja. Was? Dann gehst du mit, bitte. Hole ich quasi noch einmal kurz aus. Ja. Weil das sind jetzt die Rhabarberschalotten. Jeder zwei. Ja. Den Rhabarber, der ist jetzt, der waren zwei ganz feine Würfelchen, aber der verkocht natürlich so ganz leicht. Das kann man sagen, im Grunde ist das vorher, nachher. Wo gehen wir jetzt hin? Und deswegen müssen die auch ganz, ganz langsam eher ziehen. Ja. Okay. Ich stehe aber ganz oben. Ich bin sofort bei dir. Ja, ich bin sofort da, weil ich nämlich in Wirklichkeit, während Horst und Alfons sich im Publikum vergnügen, hier mal kurz das Trüffelomelett anschaue. Ja. Ich mach zwei, deswegen habe ich die Hälfte so reingemacht. Ja, super. Na, lass doch. Na, gut, wie du sagst. So, du kommst jetzt dran. Aber ich lasse mich gerne von dir beeinflussen. Na ja, ich habe nur Beratung. Der aus der Höhe kam. So, guten Abend. Nehmen wir mal davon ein Stück. Jetzt weiß man, wie man es kriegt. Ich krieg gleich für euch. Bitte? Gehen wir mal von uns abbiegen. Okay, ja. Ja, das ist halt Restverwertung. Ganz genau. So, jetzt auch nochmal. Rhabarber haben wir gesehen. Genau. Und die Schalotten. Und das gebe ich jetzt einfach. Trüffelrührei. Verkoche ich ganz leicht so. Und das ist ja auch im Grunde ein bisschen mit so Soßenersatz auch. Ja. Das kommt dann unten in den Teller rein. Machen wir ein bisschen glatt. Flüssigkeit war nochmal? Das ist ein bisschen Brühe. Ja, okay. Und die Schmorflüssigkeit im Grunde. Und da drauf kommen dann jetzt diese schönen Medaillons. Schneidest du nicht eins sicherheitshalber mal an? Wollte ich nicht, aber wir können ihn ja mal machen, dass wir mal reinschauen können. Dass wir, vielleicht schneiden wir es gleich auf, damit die Kollegen es nicht zerstören. Warum darf ich jetzt nicht aufschneiden? Nein, ich möchte, dass es richtig geil ausschaut. Er möchte. Achso. Also wir machen es richtig geil. Ja, also da könnten es. Du hättest sonst so. Ich hätte jetzt in Tranchen geschnitten, weil wir es dann jetzt besser essen können. Ja, schon, aber. So. Oh. Jetzt legen wir es mal so da rein. So, ne? Und das schneide ich jetzt auch noch auf. Das Wurst. Ja, so, mach eins noch ins Tranchen, in den Tranchen. Ja, das schneide perfekt gebraten. Tranchen auf. Das muss ich mal herzogen. Wenn man sich das überlegt, ohne Hektik, gell? Ja, genau. Und ja, wirklich. Die haben sie gut angebraten. Fränkische 45 Sekunden. Ja, angebraten 45 Sekunden. Zum Dauern ist es anders. Was so, ist das jetzt? Das ist jetzt einfach nur Milch. Ja. Einmal erwärmt. Ein bisschen Thymian rein. Prise Salz und das war's. Und dann habe ich das aufgemixt. Und jetzt habe ich hier so einen ganz leichten Schaum. Und den gebe ich jetzt da oben so drauf. Ein Latte Macchiato von der Schweinelände. Ja. Wir wollen nur die Leute wissen. Können wir im Grunde sagen. So, und jetzt hier oben dann eben noch diese Pfefferkartoffeln. Ja. So, ganz locker. Und jetzt hast du auch alle Komponenten, cremig, aromatisch, eben diese Thymianmilch. Unten drunter dann ein bisschen fruchtig, eben auch die Rhabarberschalotten, dann natürlich herzhaftes vom Speck und dann diese knusprigen Pfefferkartoffeln. Müsst an sich schon schmecken, ja. Also das können wir jetzt lang anschauen oder essen. Also Schweinefilet im Speckmantel mit Rhabarberschalotten und Pfefferkartoffeln. Oh. Also ich weiß auch nicht, aber heute habe ich arsch viel Hunger. die Kollegen in der Regie, die alle Kameras verfolgen und auch das sehen, was uns manchmal entgeht, haben gesagt, nach deinem Dessertkonsum müsstest du ca. 3,5 Kilo mehr wiegen als zu Beginn der Sendung. Ja. Also ich meine, davon abgesehen, also Kollege Kolja, der macht da drüben Klamotten. Also mein Gott im Himmel. Ja. Jetzt wird erstmal hier Schweinefilet gegessen. Eierlikör ist aber jung. Der kann so schön lachen. Mhm. Ja? Also wenn Alfons schon sagt, kannst nicht meckern, ja, das ist schon, das sind wir schon, das ist richtig stimmig. In der, sind wir schon in der hohen Kunst der Zubereitung, was nicht zum Übertreiben ist. Ja. Weil es ist in sich stimmig. Das ist leicht, das schmeckt ganz gut mit diesem leichten Thymian. Auch das ist gut. Das hier Rhabarber-Schalotten sind das hier vorne. Aber du kannst es auch vom Teller, guck mal. Ihr könnt ruhig, das ist zwar schön angerichtet, aber ihr könnt da ruhig rangehen. Ja, du kannst nicht meckern. Bitte da.
Ist das doch? Mit den Chips und so. Hier. Sehr gut. Ja, aber jetzt geh doch hier ran. Guck mal, das ist doch das. Da ist dieser Milchschaum mit Thymian und so weiter. So. Alle probieren ein bisschen. Und dann wird gleich abgefragt, was Sache ist. Und dann sollt ihr mal sagen, was Sache ist. Ja, das ist einfach. Das ist nicht stimmt. Jetzt. Ist am richtigen Teller angerichtet, so, weil sonst wird die Flüssigkeit so wegzischen. Und so bleibt es kompakt, bleibt warm. Das Knackige, das Ding. Und die Meckern. Also wirklich. Also heute haben wir einen guten Topf gewischt. Also Schweine. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ostern, da haben wir halt immer gute Topf. Ja, ja, genau. Ja. Also, das ist sehr schön. Ja, Silvester war schon mal komisch. Ne? Nein, das ist. Keine Ahnung. Weil beim Schwein ist ja nicht so optimal, wenn es zu roh ist. Jetzt, gell? Und das hat genauso eine Konsistenz, wo man es gern anschaut und wo man auch den Geschmack noch drin hat. Der ist halt Schweinchen rosa. Perfekt. Hallo. Ist das von dir, Alexander? Ja, ich war dabei. Toll. Die Schalotten allein? Schalotten mit Rhabarber. Ja. Ein bisschen Knoblauch. Also man sollte es bewerten, finde ich. Das ist einfach so, dass man es bewerten soll. So, dann äußert euch mal. Also ich finde das wunderschön und ich würde das bestellen. Wenn es jetzt hier, wenn wir jetzt nicht hier Restaurant spielen würden. Ich würde es bestellen, weil es ist sehr gut. Und ich habe auch von den Schalotten so allein. Das ist ein bisschen scharf-säuerlich, aber zusammen mit dem Fleisch und mit dem Speck ist es gerade richtig. Und hier diese Fritten, wie nennen Sie sie? Ja. Fränkische Fritten. Fränkische Fritten, ja. Fritten. Diese Hauchfritten. Im Grunde, was ist da alles so los? Sehr, sehr schön. Oh, okay. Darf ich mal einen Blick werfen? Ja, das kommt davon, wenn man zu viel Schweinefilet probiert. Also das ist für mich. Für dich, okay. Und das ist für mich. Zum Glück habe ich noch eine. Obwohl, ich finde, das ist halt nur dunkelbraun. Eine Sekunde zu spät, zack weg. Und zack weg ist er. Ja. Also Alexander, ich finde das wunderbar. Ja, da steht er rechts neben dir. Alexander, ich finde das wunderbar. Oh. Die Nummer ist ne? Wir sind toll. Du kannst natürlich auch ein Pflanzenöl nehmen. Ne? Kannst du schon. Aber beim Butterschmalz bist du halt sicherer, dass wenn der Pflanzenöl so 160 Grad hat, dann fängst du an zu rauchen und dann ist es eher ein bisschen schlecht. Beim Butterschmalz, da hat man ein bisschen mehr Puffer, weil das verträgt fast 180 Grad. Das heißt, man kann nicht so viel verkehrt machen. Lass mal so. Denn rausfrittieren sollte man bei 140 Grad. Aber jetzt kannst du ja nicht den Finger immer reinhalten, kannst sagen, es hat gerade 140 Grad. Doch, es ist genau 140 Grad. Ja. Ich glaube, man würde sagen, 140 Grad! Ja. Gut. Wenn der Ton heller wird, das ist ja kann man mit den Kindern auch schön machen, oder? Ja, ja, das ist ja im Grunde wie Chips. Ja. Oder? Ja. Das sind Chips, bei denen du darfst. Was ich hieran ganz genial finde, ist, dass halt gepfeffert auch sind. Ja? Pfeffer, ne? Ja, dass sie gepfeffert sind, finde ich sensationell. Ja, aber das Ganze. Und die Thymianmilch ist für mich ein absolutes Highlight. Da hast du wirklich aber genial. Wirklich rundherum. Ja, okay. Und da weiß man es wenigstens und da kann man es. Da bringt es was. Da bringt es was. Da bringt es was. Da weiß man es. Also scheint offensichtlich den Kollegen geschmeckt zu haben. Ja, ich bin selber ganz begeistert. Ja, ja, gut. Alexander Herrmann. Kocht sich den Wolf. Bleib stehen. Halt den Alfons als Ofenpolizisten an. Ja, genau. Nee, das ist, passiert immer. Das ist auch nicht schlimm. Das ist wunderbar. Ja. Aber gut. Das ist natürlich ein kleines bisschen zu. Ja, aber das zwischen dem rohen und dem verbrannten ist ja auch lecker. Das, wenn man da gibt es einen Trick, wie man das jetzt noch retten kann. Nämlich? Das ist ganz einfach. Man tut unheimlich viel Puderzucker drauf, dann sieht man das Schwarze halt nicht mehr, nicht? Das inspiriert mich. Das inspiriert mich wieder mal zu einem Lied. Ne? Ja. Ebony and ivory, burn together, too hot and this is here. Naja, okay. Also, das ist für später. Es soll ja Leute geben, die dann gleich hier runtergestürmt kommen und dann alles essen. Ja, das wird jetzt praktisch der Schmarrn. Das sind Croissants gewesen. Quark, Milch, Ei, geschlagenes Eiweiß drüber. Ja. Du bist ja so der Kaiserschmarrn, du hast ihn ja geeist, gibt's hier bei dir. Ja.
Aber ist das gut? Ist das dein? Ja, aber das ist gut, ja. Geister, Kaiserschmarrn, das wollen sie alle immer, oder? Es war so, wie ich noch in Waging war, musste ich immer so ungefähr so 400-500 Portionen Kaiserschmarrn machen. Weil wir am Mittag über 1000 Essen gehabt. Mhm. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich werde noch verrückt mit diesem scheiß Kaiserschmarrn. Mhm. Dann habe ich da rumgemurkst mit einem Patissier und irgendwann sind wir draufgekommen, dass wir, wenn wir so eine Parfümmasse machen, da Mandeln und Rosinen rein, dann haben wir nicht gewusst, wie wird jetzt braun, dann haben wir mit Schokolade bestrichen und dann gebrochen und ausschaut wie Kaiserschmarrn. Und schmeckt halt auch so. Und geil, und schmeckt gut. Genau. Ja, ja. Und kannst schön vorbereiten. Ja, jetzt, du musst nicht das Verbrannte nehmen. Nee, am Rand ist schön hell. Und vor allem unten drunter so ist schneeweiß. Wo ist das auch. Kaiserschmarrn? Ja, das ist gut. Kein. Nein, aber der ist wirklich, auch mit dem Sabayon, da brauchst du gar nicht so viel drauf, der ist super. Mhm. Die Eierlikör Sabayon. Wow. Sag mal so, ich bin froh, dass ich noch eine zweite Pfanne hatte, nicht? Ja, okay. Also, in weißer Form. Ja, so ja. Ja, ein bisschen. Kipferlschmarrn mit Eierlikör, Sabayon hier, und Preiselbeereis. Preiselbeereis. Ich versuche die schon mal ein bisschen im Publikum zu bestechen. Bitte bleibst du hier damit. Da ist doch noch genug Eierlikör da. So, Eierlikör, so, wer Eierlikör für den hier? Nein, das ist kein Kaiserschmarrn. Wie heißt das hier? Das ist ein Kipferlschmarrn. Kipferlschmarrn ist aus Croissants. Alte Croissants genommen. Und hat die ein bisschen in Butter. Weißt du, was in Bayern sagt? Ein Semischmarrn. Ah, ich mag so also alte Semmeln. Ja. Und du hast damit Milch und Vanille. Ja. Sagen wir mal, und die hat es mit den Kipferln gemacht. Und das ist super. Hast du aus der Flasche getrunken? Das ist so ein Bread and Butter. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Okay, ja, gut, so, jetzt probiert. Hast du schon? Ja. Eierlikör? Und? Ja. Dann? Gut. Ja. Ja. Meckern. Sag mal, Kolja. Guck mal hier, stopp, Moment. Guck mal hier. Du mächtig, ja. Guck mal, Herr Rom. Hat jemand Eierlikör? Eierlikör? Kriegt die Flasche. Okay, sind Sie hier? Also, kleine Gläschen waren nicht mehr da, deswegen okay, Achtung, Achtung. Achtung. Oh, wunderbar. Eierlikör, jemand? Anybody? Sie vielleicht? Das war gut, zielen bei so einem zierlichen München. Hier die Damen. Oh. Ja, ah, ja, gut. Eierlikör. Oh, ja, das ist ein großer Verstand. Ehrlich. Hat er den selber gemacht? Ja, hier. Auf geht's. Jetzt wird's hier. Lea, darf ich das Rührei mal kurz runternehmen? Ah, Mann. Sind wir schon wieder beim Verbrennen? Nein, ist perfekt. Das ist. Aber schmeckt. Ja, oben ist es. Geht noch. Ja, ich hab gedacht, das Ding soll aus. Ja, vor 10 Sekunden war es perfekt. Ui. Ja. Es geht noch. Es geht noch. Das geht noch. Es geht noch. Wir haben ein bisschen heute Verbrenn-TV hier. Jetzt haben sich. Haben Sie alle schon geäußert? Ja, Horst, ja, kannst, dass du noch sprechen kannst nach den 2 Litern Eierlikör. Das ist ja schon überraschend. Also man muss sagen, das Dessert ist geschmacklich sehr, sehr gut. Es ist halt auch ein bisschen mächtig. Aber ja, ich sag nur, aber schmecken, jedes einzelne schmeckt. Sabayon schmeckt, Eierlikör hat der Horst probiert, hat gesagt, schmeckt. Super. Und das schmeckt ganz gut. Ja. Muss ich sagen, aus Kipferl, in Bayern darf man es am Semmelschmarrn, aus Kipferl. Ja. Du weißt, das ganz gut ist schon. Ja, weil, ist fast so wie doch in Franken. Ja, weil das ist Resteverwertung. Und die Leute müssen wieder lernen, Reste zu verwerten. Und heute wird nur Vollgas geben, und aus dem Einfachen was Tolles zu machen, das ist hohe Kochkunst. Ja. Kompliment. Ja? Lea, du? Ja, ich hab das hier sogar. Echt, das Schwarze? Ja, nein, aber so schwarz ist das erstens mal gar nicht. Das ist ja eher, da ist es ein bisschen wirklich schwarz. Aber weil es so schön durch ist. Ist es aber auch. Vielleicht hast du auch eine andere Sichtweise. Ja. Weil dein Mann ist ja schließlich farbig. Wie farbig findest du den denn? Der ist nicht so farbig. Naja, nicht so farbig, nee, das stimmt. Okay. Der ist frisch eingefärbt. Okay. Hast du schon probiert, Alexander? Ich finde es großartig. Also vor allem freut mich dieses Preiselbeereis, weil man hat diese fruchtige rote Beere und sagt, woher kommt diese herbe Note? Und sagt man, klar, es ist Preiselbeere. Und das bringt so eine richtig schöne Abwechslung mehr auf dem Desserttisch. Ja. Finde ich toll. Also, Horst ist sowieso, der ist, Horst, ja, Horst, so. Horst ist durch, in jeder Hinsicht. Ja? Ja. Lea? Ich finde das wunderbar. Also, ja? Das ist ganz toll. Und Eis kannst du das ja so eine Suppe und das noch serviert, dann hat man ein wunderbares Essen, da kannst du Gäste einladen, hast nicht so viel zu machen und man darf es natürlich nicht verbrennen, aber es schmeckt fantastisch gut. Ja,
Wir haben alles verbrannt heute, aber na, es ist alles wunderbar. Am Ende geht's mal noch nicht von vornherein nicht mit Croissants, sondern mit Schwarzbrot. Aber, ah, wunderbar. Guck mal, ja, ganz klar. Dann geht's wieder weg. Und der Horst hat ein paar Löffel. Achso, du lässt noch Leute aus, ja. Das ist ja richtig. Sie sagt ihr jetzt schön für mich? Bitte? Sagt ihr jetzt schön für mich? Ja, ja, das mal, ja, gar kein Problem. Horst ins Publikum, aber das Publikum kann auch zu uns kommen, weil jetzt nähert sich diese Sendung dem Ende. Ich bin froh, dass die Sprinkleranlage nicht angegangen ist und freue mich über Horst Lichter und Alexander Herrmann, über Lea Linster, Kolja Kleberg und Alfons Schubeck. Sie kommen zu uns nach vorne und schauen ein bisschen nach dem Rechten. Das muss ja alles weg. Wir nehmen noch Eis raus, das wird gerne genommen. Jetzt kommt heute Nacht, also die Nachrichten aus Mainz. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder am nächsten Dienstag. Tschüss. Ich wollte genau 69,30 machen. Das neue Kochbuch zur Serie erhalten Sie im Handel und im ZDF Online-Shop.